Apodef, Barista, and we are better together. Ist er untergegangen oder was? Ich hab keine Ahnung. Und vielleicht hat er versucht rumzukommen. Ja, das wäre auch möglich. Du machst mir nicht meinen schönen Strand kaputt. Ah, da ist ein Wasser explodiert, nichts passiert, haha. Doof. So, ich muss weiter bauen. Hasch. Ich hab'n. Nein! Doch. Nein! Nein! Kannst ja gerne gucken, kommen, was passiert ist. Oh, ich bin gerade rüber. Okay, warte. Ich schwimm noch mal rüber. Klingt zwar nicht sehr begeistert, aber erstmal den Zombie kaputt machen. Ich zieh demnächst. Nee, gar nichts. Ich werde demnächst mal einen riesen Zaun um mein Ding ziehen. Ist doch fast nichts kaputt gegangen, oder? Was denkst du? Innen? Wo ist denn das kaputt? Genau dort, wo du gerade langgelaufen bist, ist alles im Arsch. Okay, Moment. Das zeigt es bei mir irgendwie nicht an. Da hat es nicht geladen. Ach so, okay, oh. Das war alles noch bei mir da, bei mir nur ein Blocker fehlt. Bei mir hat. Oh, da ist eine Spinne, oder? Bei mir hat wirklich nur der eine Kiesblock gefehlt, ne? Ach so. Zum Ding. Da lief halt. Naja, bei mir lief halt nur Wasser rein, der Rest war alles noch da. Das war aber nett. Was sind das alles für Blöcke, die fehlen? Kannst du mir das. Sand fehlt auf jeden Fall, Kies fehlt, ne? Wenn man hier draußen fehlt noch. Also hier, wo ich jetzt stehe, hier. Ja, da fehlt noch so ein Ziegelblock. Hab ich. Dann. Geh mal kurz weg von dort. So, ich muss ja. Ich hab ja erstmal das Wasser weggemacht. Ich häng fest. Hilfe. Moment. Ich hab dich mal geschlagen. Nochmal rein. Okay, jetzt. Ich häng gerade im Block fest, deshalb. Kies fehlt hier, Erde. Habe ich Erde einstecken? Keine Ahnung. Und solche hier. Solche hier oben. Hier. Bürger. Ein Stück lauter machen. Bürger fehlt, Sand fehlt. So. Nee, oder? Fehlt Bürger? Ach nee, hier. Ich weiß es nicht. Bei mir ist das helles Holz. Also Bürger, ja. Nee, das ist Eiche. Eichel ist das. Okay. Ja, und halt hier Erde, warte, die Erde kann ich jetzt mal reinpflanzen. Und Steinziegel. Ich denk mal, da war Erde. Ja, ganz unten kannst du ruhig. Ups, das war das Falsche. Hier war sowas? Hier kannst du auch noch. Oh, warte, hier ist sogar noch ein Block Erde drin. So, hier ist okay, noch Sand und hier Kies. Und hier noch Steinziegel. Warte mal, ich hab ja noch Zeug von dir. Vor allem, ich hab den gesehen, wo der hier stand, ungefähr auf der Höhe, ne? Blümchen. Ja. Weißt du? Das ist nett. Ich bin bis hier weggerannt eigentlich, außer Reichweite. Aber ich war anscheinend zu langsam. Ich war zu langsam. Nee, da war schon zu sehr am Sprengen. Ich war zu langsam. Also, okay, ich geh mal weitermachen. Ja, volle Action hier, sagst du. Ja. Da ist immer wieder was zu tun hier. Wir haben doch erst in einer der letzten Folgen hier Creeper macht Boom. Ja, genau. Übrigens kam ja gestern keine Folge. Also wenn ihr das jetzt seht, gestern. Oder vorgestern, ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ah ja, ach stimmt. Ja, zumindest am letzten Sonnabend. Am 9.3. Genau, weil wir einfach ja Folgen irgendwie. Ja, halt eh davor dazwischen. Ja, das hat halt nicht so gepasst. Aufnahmezeitpunkt und letzte Folge, das war halt ein bisschen ungleich. Ja, genau. Nennen wir es mal so. Richtig. Boah, ich muss hier nachher unbedingt noch ausbessern. Das sieht noch so blockig aus hier vorne.
Naja, wenn wir nachher. So, das Hammer. Mauer können wir auch setzen schon. Brauche ich noch 1, 2, 3, 4 Keys brauche ich noch. Ah, Keys hab ich keinen. War mir schon klar. Boah, reicht jetzt echt mal. Oh, jetzt reicht schon mal stehen, ne? Ja, super. Naja. Halt okay, bitte meine Fensterscheiben kaputt gemacht, der scheiß Creeper. Nee, ne? Alter. Alle in den Sack stoppen, na, mit dem Knüppel draufhauen, du erwischst immer einen Richten. Ach, schön. Zum Glück hab ich noch ein paar Steinziegel. Kies hab ich auch noch ein bisschen was von dir, Kloppe. So anderthalb Stack. Das ist gut. Upsala. Upsala, ich bin nach unten gefallen. So, das. Das. Ha! Ah, wunderbar. So, dann. Jetzt muss es wieder unten drunter, ne? Ich hoffe mal, das geht jetzt unten drunter. Geht das? Ich glaube, ich muss mal meinen Creeper fangen. So in Glasblöcken. Als Anschauungsmaterial. Da kann da ja nicht explodieren in Glasblöcken. Weil er dich ja nicht sieht, so richtig. Viel Spaß beim Fangen. Gut, das kriegst du im Trade und kriegst es hin. Unsichtbar. Ja gut, oder so. Da merkt er aber dich ich ja schluck, nicht. Ja, aber ich glaube, wenn du, sobald du einen Block in der Hand hast, sieht er dich wieder. Also merkt er, dass er was ist. Ja, musst du immer schnell hin und her switchen. Oder so. Auf jeden Fall. Ach. Alter. Mein Herz. Okay. Mein Herz. Achso, eine Spitzhacke wollte ich mal machen. Nee, hab schon mit. Oh Gott, hab schon mit, ich Vollidiot. Echt mal, du Vollidiot. Echt mal. Sagt der, der sich vom Creeper das Haus mal wieder zerstören lässt. War natürlich alles mit Absicht und geplant und. Das mal einfach noch mehr Folgen haben. Ja, klar. Ich bin wie krank. Wir strecken einfach. Ohne zu fragen. Einfach knallhart gestreckt. Ganz genau. Der Lehrer streiken und wir strecken. Der war schlecht, ne? Der war schlecht. Der war schlecht, aber wirklich schlecht. Aber wir sollten vielleicht noch erwähnen, wir hatten ja eigentlich vor, heute mit Gast zu spielen, ne? Ja, wir hatten eigentlich vor, mit Gast zu spielen. Hatten wir ja auch schon auf Fatzebuch und so angekündigt alles. Ich weiß gar nicht, wollen wir schon sagen, wer der Gast gewesen wäre oder heben wir uns das lieber mal auf für... Lassen wir die Illusion. Wir lassen die Illusion. Man kann lassen sogar sagen, kurz bevor wir angefangen haben, wär's sogar fast noch ein anderer Gast gewesen. Ach so? Ja. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Mein neuer Follower. Ich habe ja spaßeshalber nochmal so geschrieben, ja, nachher ist Minecraft-Aufnahme. Das hab ich mitbekommen, ja. Und ja, wer will von meinen Followern mitmachen? Und da hatten sich zwei Leute gemeldet, zum einen Barry. Und ich durfte mitmachen, yeah. Ah, schön. Ja, und dann noch mein neuester Follower. Oh, ich feiere auch gerade die Bilder hier übelst. Ich werde mein Bild wieder ranhängen an die Wand. Du meinst wohl das Gemüse, meinst du? Ja, das Gemüse. Ah, alles klar. Ich feiere gerade die Bilder übelst. Hier da sind's, weiß ich Bescheid. Weißt du, hier sind Bilder drinne bei den Gemälden von Simon the Sorcerer 1 bis hin zu ich sag schon. Ah, hier gerade Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Oder nice. Hier von ich glaube, das ist Monkey Island 1. Swanted Schild Guybrush. Mit einem Gesicht und dran gemalten Schnurrbart. Nice. Richtig geil. Das ist nice. Also lassen wir mal die Illusion einfach mal offen. Wir lassen die Illusion.
werden mal sehen, irgendwann wird es schon auf jeden Fall mal klappen, dass wir hier irgendwie einen Gast haben. Ich denke doch in der nächsten Folge, nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme dann. Es hat ja ein bisschen private Gründe bei ihr gehabt. So viel verraten. Ja, deine Mom kann halt immer mitmachen, also von dem her. Ja, nee, das ist halt scheiße. Ja, ne. Ja, machst du nix. Ja, wir lassen es einfach mal so offen und gucken wir mal. So, wunderbar. Das nehme ich. Ja. Monkey Island 2. Es dürfte sogar Mini Island sein. Mit einem Kostümshop, wo du Anspielung auf Sam & Max und sowas findest. Und Club auch auf Day of the Tentacle. Ach so. Ja, cool. Mega geil. Einfach nur gefeiert, die ganzen Spiele. Wie man ja auch an unseren neuen Intro sehen kann, wir sind sowieso so ein bisschen in Retro-Games vernarrt. Oh ja, das Intro ist wirklich geil geworden, muss ich sagen. Das hat er das hinbekommen. Man tut, was man kann, ne? Man tut, was man kann. Man tut, was man kann, ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ob jeder. Jeder. Was wollte ich jetzt machen? Kiste. Ja, und ich habe ja auch für meine Solo-Projekte hab ich zwar ein neues Intro, aber ich habe mir da schon überlegt, dass ich das nochmal im Stile von unseren gemeinsamen Intro mache. So, also ein Game, so als Background. Ja. Denke ich, kommt besser, als wenn ich das jetzt so bloß mit einem, ich sag mal, unbewegten Bild lasse. Ja, auf jeden Fall. Meine Meinung. Auf jeden Fall. Wie kriege ich denn da raus? Okay, muss ich mal kurz meinen Scheiß abladen und dann geht's weiter. Was da rein? Ha, wunderbar. So. Machen wir so. Kann ich eigentlich, wenn ich... Mal gucken. Ash. Ah, okay. Fuck. Fuck, sagst du? Ja, nee, ich wollte gerade ein bisschen Erde abbauen, dass da nette Leute unbedingt gleich über meinen Zaun springen können. Was denn? Fuck. Nee, nix. Fuck. Fuck. Individual Zaunbauing ist das ja. Ja, ja. Lass dir auch schmecken. Individual Zaunbauing, sagst du? Oh, weißt ja. für die individualen, oh, ja, Zaunbauer. wo ist denn her? So. Kann man ausprobieren, ja. So. Ja, wollen wir mal wieder ein Thema anschneiden, über das wir reden wollen? Ja. Was haben wir denn so Schönes vorbereitet? Und diesmal kaum was vorbereitet, wenn wir mal ehrlich sind. Vorbereitet haben wir ehrlicherweise eigentlich gar nicht. Muss man wirklich ehrlich sagen. Ja. Ja, aber diesmal haben wir nichts vorbereitet. Aber wir haben halt so ein bisschen vor uns noch drüber geschnackt. Ja, und ein Thema, was auf jeden Fall von beiden Seiten gefallen ist, ist Freiwild. Richtig. Also,
Ja, diese schöne Kampagne, die müssen. Also im Grunde wollen sie ja, also Freiwild ist halt eine Band. Eine Deutschrockband. Ja, genau, eine Deutschrockband aus Südtirol vor allen Dingen. Deutsch, na gut. Ist eine andere Sache, aber waren halt für ein Echo nominiert, ne? Ich weiß gar nicht, in der Kategorie National Rock Alternative, glaube ich, war das. Ja, Rock Alternative. Genau, national vor allen Dingen noch. Ja. Ja, und daraufhin haben halt viele gesagt, die wollen damit halt nichts zu tun haben. Die ersten waren, glaube ich, Kraftklub. Kraftklub, wo ich sagen muss, Hut ab, dass du eine relativ junge und noch relativ unbekannte Band. Die auch das erste Mal für ein Echo nominiert überhaupt sind. Und aus unserer Heimat kommt, zumal noch. Richtig. Dass die gesagt haben, nö, wir verzichten lieber auf ein Echo, als mit so einer Band nominiert zu sein. Genau. Und den nächsten waren ja dann Mia. Also die deutsche Band Mia. Muss man noch dazu sagen, weil da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Da wurde, ja, aber ja, mal, genau. Ja, sehr ruhig. Ja, da gab's nämlich. Du hast mal die ganze Story erzählen, ich mach dann das mit mir. Achso, alles klar. Genau. Die haben ja halt gesagt, die wollen mit sowas halt nicht zu tun haben, weil Freiwild, ja, ob sie es nur abstellen oder nicht, schon rechts angesiedelt sind. Machen jetzt zwar keinen. Keinen unbedingten Rechtsrock, aber es ist schon rauszuhören aus den Texten und alles. Und jetzt können natürlich wieder einige kommen, das ist doch Nationalstolz, Mama. Keine Ahnung. Willst du so sagen, nee, ist es nicht und bla bla bla, ist es doch. Also ich weiß gar nicht, ich hatte gestern einen guten Kommentar irgendwo gelesen, dass sie das rechtes Gedankengut, vielleicht, das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber schon so dieses rechte, ja doch, Gedankengut würde ich schon nennen, in die Mitte der Gesellschaft einpflanzen wollen. Halt dort einpflanzen wollen, wo das halt viele hören und verharmlosen und alles und bla bla bla, weißt du? Ja. Und das ist halt, ich finde es halt auch widerlich.